Das wird übel enden, wie in Sarajevo. Sergeant Anderson von Manners, wir haben den Bosnien die Kacke am Dampfen. Sie werden sich am Boden mit einem CIA-Kontakt ein riesiger Ganove namens Bergerhoff. Der einzig wahre! Du hast von mir gehört? Sergeant Anderson und Maddox? Jawohl, Sir. Wir haben in Bosnien die Kacke am Dampfen. Und als Bennings Elite-Aufklärungsteam müssen Sie beide als Erste ran. Die Stadt Sarajevo liegt unter serbischer Besatzung. Wir erhalten verlässliche Berichte über weit verbreitete Gewalttaten. Die meisten gehen aufs Konto dieses Hurensohns, Major Marko Vladic. Vladics Todestruppen haben systematisch die Zivilbevölkerung im Starigrad-Bezirk ausgelöscht. Bei allem Respekt, Sir, warum ist dieses Arschloch überhaupt noch am Leben? Die NATO will nichts unternehmen, bis sie der Presse Vladics Kriegsverbrechen zeigen können. Der Sensenmann ist unterwegs und du schickst uns rein, um Paparazzi zu spielen? Sie werden sich am Boden mit einem CIA-Kontaktmann treffen. Ein hiesiger Ganove namens Merinov. Er bringt sie dahin, wo sie hin müssen. Nehmen Sie Vladics Machenschaften auf Film auf und dann verschwinden Sie mit dem Beweis. Was ist, wenn wir auf Vladic treffen? Sie haben Ihre Befehle, Sergeant. Bringen Sie das Beweismaterial. Dann können wir uns über Vladic unterhalten. Verstanden? Jawohl, Sir. Viel Erfolg, meine Herren. Ihr Signal sagt, dass Sie sich 2 Kilometer südöstlich vom Außenbereich der Stadt befinden. Die Serben haben Sarajevo in eine Pattsituation gebracht. Vorsicht walten lassen und investieren. Ich habe gehört, dass du diesen Kontakt vorgeschlagen hast. Wer ist der? Nur so ein Gangster. Ein richtiges Arschloch. Hat versucht, uns Katzenpisse-Schnaps zu verkaufen, als wir in Afghanistan stationiert waren. Aber wenn sich jemand in feindliches Gebiet einschleichen kann, dann ist er das. Er wird uns zu Vladic führen. Zu beweisen, meinst du? Genau. Ich sage an. Und damit herzlich willkommen zurück zu Sniper 2 Ghost Warrior. So, weiter geht's. Diesmal sind wir in Sarajevo, Bosnien oder so, unterwegs. Und mal sehen, was uns hier erwartet. Diesmal haben wir ein... Ist das ein M24? Ich glaube... Hoppala, da bin ich gerade am Mikro angekommen. Achtung, Panzerfahrzeug auf 12 Uhr. Ich korrigiere. Heruntergekommener Post-Sowjetmüll. Peile den Soldaten da drüben an. Entfernung ist 150 Meter. Der Wind ist gleichbleibend. Alles bereit für einen Angriff. Ach, der. 0 Meter. 150. Ist doch easy. Jetzt den, der den Motor repariert. Rechte Seite. Dieselbe Entfernung, leichter Ostwind, Feuer. Wer repariert denn da einen Motor? Ja, ich weiß, das ist links, aber... Ach, da hinten. Habe ich gar nicht gesehen. Sauberer Schuss. Folg mir. Ich hoffe wirklich, dass die Spione keine Treffen mitten im Kriegsgebiet anberaumen. Ja, verbuddeln sie keine Leichen mehr im Wald? Ein echter Zyniker. Wie ich gehört habe, ist dieser Kerl völlig verrückt und wollte sich nur an diesem bestimmten Ort treffen. Meinte, dass wir dort erstklassige Bilder bekommen. Und du nennst mich Zyniker? Ich sehe einen.
werde ich mal ausschalten. Der ist mir ein bisschen gefährlich da oben. Netter Schuss, Partner. Dankeschön, Partner. Bewegung im Inneren. Wir gehen vorsichtig rein. Ich bin dran. Gib mir Deckung. Wird gemacht. Wird auch Zeit, dass ich ein bisschen Action abbekomme. Werd nicht anmaßen, Karl. Wir haben einen Auftrag zu erledigen. Und ich dachte, dass Wheeler der Spieß ist. Vorwärts. Ich würde da gerne nach oben schauen. Vorsicht, zwei, drei Kerle. Einer am Fenster, zwei draußen. Angreifen, wenn ich Bescheid gebe. Erste Markierung links vom Gebäude. Er raucht eine. Alle machen. Sauberer Schuss. Der Typ mit dem Funkgerät auf der rechten Seite ist der Nächste. Ich sehe den gar nicht recht. Letztes Ziel im ersten Stock. Da. Der ist auch noch dran. Volltreffer. Oh, hab zwar zwei Schüsse gebraucht, aber egal. Beide getroffen. Das ist wichtig. Patrouille kommt. Scheiße, folg mir. Ich folge dir. Dann mal rein unter den Zug. Und hoffen wir mal, dass wir nicht entdeckt werden. Leise. Ich bin leise. Halt kein Laut. Ich sage an. Dann weiter mit dir. So, weiter, weiter, weiter. Beweg deinen Arsch. Der Wichser gehört mir. Hast du Spaß? So, schnell weiter. Sieht aus, als ob sie in die Stadt ziehen. Wir müssen die Sache schnell erledigen. Größere Knarren gewinnen keine Kriege mehr. Aber das wird sie einfach hier mit schmutzigen Gassen entfallen. Es geht ja nicht nur darum. Wort und Bild sind so mächtig wie eine Kugel und wir brauchen politische Zugkraft, um diese Sache zu erledigen. Scheiße, es wird schwerer und schwerer, mein Land zu lieben, Kumpel. Da hast du recht. Halt, das Gebiet unten ist zu dicht, um eine Ballerei anzuzetteln. Wir müssen dort vorbeischleichen, mir nach, cool bleiben. Klare Sache, Boss. Ziel vorne, lass ihn, er steht zu frei. Ich sage an. Was sagst du an? Noch einer rechts. Nicht schießen. Ich schieße auch nicht. Wir werden gleich gesehen. Stopp!
Lass uns gehen, vorsichtig. Ich hoffe, du weißt, was du machst. Zwei weitere Männer auf Patrouille. Lass sie vorbei. Folg mir. Ich laufe ihnen einfach mal hinterher. Ja. Folge Maddox abgeschlossen. Eliminiere die Feinde im Bahn. Kontakt vor uns. Schalt sie aus. Leise. Okay. Hätten wir auch mit einem Nahkampf machen können, aber egal. Uah, da ist noch einer. Dann nehme ich doch lieber die Sniper. Kontakt! Geblendet! Was hat das Alarm ausgelöst? Nee, gut, ein bisschen rumgeschrien hat er, aber das ist der Helm. Ein Schuss abhält. Ach, verflucht. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass der Helm wirklich einen Schuss abhält. Na gut, probieren wir nochmal. Kontakt vor uns. Schalt sie aus. Leise. Okay. Diesmal machen wir es richtig. Ich komme da nicht durch. Bin zurück. Na, na, na. Jetzt bist du dran. So, Maddox, sag an. Wohin? Verdammt, was ist das? Das ist keine Rauchgranate. Wäre jetzt sonst schon verpufft. Lass uns so schnell wie möglich... Oh, Scheiße, auf den Boden! Das war knapp, Karl. Oh. Erinnere mich, dass ich nicht mehr auf dich höre. Bekomm jetzt keine kalten Füße, Partner. Scharfschütze für dich. Oben. Wo? Ach, da. Was haben wir denn? 140 Meter mit 1 Meter Windgeschwindigkeit. Sollte machbar sein. Der ist weg. Lass uns einen Zahn zulegen. Meinst du, du schaffst einen Doppelkill? Klar. Sag an, wo? Wenn ich sehe, wo? Ach, hier. Durch den Nacken in den Kopf. Wäre recht. Sauber. Den Kerl links kann man jetzt schnell umnieten. Netter Treffer. Ich hoffe, Maddox weiß, was er macht. Sicherlich Überreste der kroatischen Luftwaffe, die hier Fuß fassen wollen. Wir müssen irre sein, so niedrig unter der Nase der Luftabwehr zu fliegen. Lasst uns hoffen, dass diese Fliegerjungs abhauen, sobald wir ihren Job erledigt haben. Gib mir Deckung, ich geh rein.
Was müssen wir denn tun? Irgendwie will ich gar nicht wissen, was wir tun sollen. Ich werde mich mal um den da kümmern. Oh. Das ist böse. Das ist böse. Die Situation ist gerade ganz böse. Da ist einer. Na, streck nochmal dein Köpfchen raus. Nein, der war daneben. Verflucht. Halt die Klappe! Ich lauf nicht einfach ins offene Messer. Da ist noch einer. Ich hoffe, das war's. So. C4. Ladungen gelegt. Nimm etwas Ausstand und schick sie in die ewigen Jagdgründe. Jawohl, wird gemacht. Boom. Flak-Artillerie abgefertigt. Heilig, schalt den anderen Schützen aus. Die anderen auch noch. Ah, heilig. Gehen wir mal zum zerstörten Flak und schauen wir mal. Da haben wir noch zwei. Insgesamt. Können wir da hinten lang? Ne, hier geht's nicht lang. Hier sind nirgends Scharfschützen oder sowas. Ach, da oben. Da oben wäre eine super Position. Bring das C4 am Flakgeschütz an! Verlasse ich doch gar nicht. Ich suche eine bessere Schussposition. Da noch einer. Bring das C4 am Flak. Ah, ja. Ich muss erstmal aufstehen wieder. Schnauze. So, C4. Da macht's ja gleich Bumm. Und Boom! Wer weiß, wie lange das dauert? Wir müssen abhauen! Ich treff dich etwas weiter am Tunneleingang. Gute Arbeit, Cole! Maddox klopft auf die Schulter. Huh. Hätte nie gedacht, dass ich das mal erleben werde. Wo geht's jetzt hin? Geht's jetzt rein in den Untergrund? Man sollte an der anderen Seite dieser Unterführung sein. Los! Da kommt jemand. Hier rein! Gerade
Alter, der sieht mich gleich. Ich leg mich mal. Wow, das sind aber nicht gerade wenige. Alter! Wer weiß, wie lange das dauert? Wir müssen abhauen! Ich treffe dich etwas. Das ist einfach krass, nur da. Melox klopft auf die Schulter. Hätte nie gedacht, dass ich das mal erleben werde. Ja, wer weiß, ob wir den nächsten Tag noch erleben werden. Dieser Unterführung sein. Los. Da kommt jemand. Ja, ich gehe hier rein. Wo ist Maddox? Wo ist Maddox? Ich lauf. Au. Wo soll ich denn hin? Zurück zur Zielmarkierung, Soldat. Das war falsch. Sperrfeuer! Beeil dich! Die Scheiße wird ungemütlich! Die Klappe, lass mich arbeiten! Okay, weiter. Au! Katze in die Luft! Wow! Alter! 2 Stunden und ich hab schon die Schnauze voll von Sarajevo. Du bist Anderson, oder? Marinov? Haha, der einzig wahre. Du hast von mir gehört, hä? Schick mir deinen Lebenslauf später, wir haben's eilig. Ihr Amerikaner seid immer so beschäftigt. Busy, busy. Ihr müsst euch mal entspannen. Eine Flasche russischer Wodka. Eine schöne Frau im Arm. Damit würde ich gerne behilflich sein, hä? Vielleicht später. Du kennst also den Weg zu Vladimir Lager. Ja, ich befürchte schon. Ich wollte diesen schrecklichen Ort nie wiedersehen. Doch die Geister von Vladimir opfern wollen Gerechtigkeit. Deshalb sind wir doch hier, oder? Genau deswegen. Und wegen des Koffers voller 100-Dollar-Scheine. Ich glaube, dein Partner mag mich nicht. Ich mag dich auch nicht, aber dazu sind wir nicht hier. Je schneller du uns zu Vladimir Lager bringst, desto schneller kommst du zurück zu Frauen und Wodka. Sehr gut. Folgt mir. Missionsstatistiken. Akt 2, Operation Erzengel. Getötete Feinde 23, Kopfschüsse 10, doppelte Kopfschüsse 1, Stealth Kills 2, Alarm ausgelöst 4-mal. Ja, gut, diesmal sind wir also mitten in einem Kriegsgebiet. 2-mal wurden wir getötet, Gesamtspielzeit 20 Minuten. Oh, da kann ich eine Folge draus machen. Weitester Treffer 174, weitester Kopfschuss 149, Gesamtgenauigkeit 90%, ist ja gar nicht mal so schlecht. Okay, und ich würde sagen, was in der nächsten Mission passiert, das sehen wir dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Sniper 2 Ghost Warrior.